Es ist keine Demonstration und es sind auch keine Protestbotschaften, mit denen so manche Grazer Autofahrer an diesem regnerischen Morgen wenige Tage vor dem 1. Mai konfrontiert werden. Worum es hier geht, ist Bewusstseinsschärfung für die enorm wichtige Rolle der steirischen Arbeitgeber im heimischen Wirtschaftsgeschehen. Denn die bleibt bei den traditionellen Gewerkschaftsveranstaltungen am Tag der Arbeit nach wie vor zumeist unerwähnt. Genau deshalb habe man vor 5 Jahren den Tag der Arbeitgeber im Vorfeld des 1. Mai eingeführt, betont Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk. Und zwar nicht als Gegenveranstaltung, sondern man beachte die rote Nelke als logische Ergänzung im Sinne des Miteinanders. Dieser Tag dient einmal dazu, Danke zu sagen, Danke an die steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre Leistungen. Und wenn man schaut, was wäre der Tag der Arbeit, der 1. Mai, ohne die Arbeitgeber, dann wäre das durchaus eine traurige Betrachtung. Dass das alte Klassenkampfdenken für den Großteil der steirischen Beschäftigten Vergangenheit ist und längst ein neuer Wind durch die Betriebe weht, zeigen nicht zuletzt die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter 500 Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Auftrag der WKO Steiermark. Von den jeweils 250 Befragten beurteilen sowohl auf Arbeitgeberseite insgesamt 94% das Arbeitsklima als sehr gut oder gut und auch auf Arbeitnehmerseite sehen 78% und damit die überwiegende Mehrheit das Verhältnis zur Chefetage ausgesprochen positiv. Wir haben in unserer Studie gesehen, dass das Miteinander sehr, sehr stark ist. Die gegenseitige Wertschätzung ist vorhanden und die steirische Wirtschaft und die steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer sehen das Miteinander im Vordergrund. Am wenigsten Probleme macht eigentlich die innerbetriebliche Auseinandersetzung. Also die Konflikte am Arbeitsplatz, so war konkret der Punkt, der da abgefragt worden ist, der ist weder für die Arbeitnehmerinnen noch für die Arbeitgeber ein Riesenproblem. Durchaus Einigkeit herrscht laut Studie auch darüber, dass in den Unternehmen zur Förderung des Miteinanders einiges getan wird. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer nennen hier in ähnlich hohem Ausmaß vor allem Mitarbeiterveranstaltungen, Weiterbildungs- und Schulungsangebote sowie Betriebsausflüge als besonders häufige und verbindende Maßnahmen. Das ist ja auch die Stärke unserer Wirtschaft. Wir sind im Großen und Ganzen durch Klein- und Mittelunternehmensstrukturen geprägt. Hier kennt man sich, hier arbeitet man miteinander, hier feiert man auch miteinander. Und offenbar gibt es auch beim Blick auf die drängendsten Probleme durchaus ein Miteinander. Denn überraschenderweise steht die Senkung der Lohnnebenkosten nicht nur bei den Arbeitgebern eindeutig an der Spitze der dringlichsten Verbesserungsmaßnahmen, sondern auch 87% der Arbeitnehmer sehen das als wichtigsten Problembereich. Wobei dort wahrscheinlich die Forderung ist, mehr Einkommen, mehr Netto. Da interessiert weniger das Brutto, sondern das, was übrig bleibt. Und das ist diese Forderung, die wir schon lange haben. Fazit, es herrscht offenbar in weiten Bereichen erwiesenermaßen Einigkeit zwischen Unternehmerschaft und Beschäftigten in den heimischen Betrieben. Umso größer ist deshalb der Ärger der WKO-Spitze über dieses zuletzt heiß diskutierte Online-Video der Oberösterreichischen Arbeiterkammer, das das alte Gewerkschafterfeindbild vom egomanischen, menschenverachteten Unternehmer neu befeuert. Hier wurde einfach ein unternehmerisches Bild gezeichnet vom geldgierigen, narzisstischen. Also das ist aus meiner Sicht ein Bereich, wo die rote Linie überschritten wurde. Und deshalb fordern wir auch auf, an die Arbeiterkammer und auch an die Gewerkschaft, sich auch von diesem Video zu distanzieren.